Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Witcher 3 und ein Abo oder Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, würde mich mega freuen, zu denen ihr euch dazu entscheiden solltet. So, jetzt geht's zu Hurensohn. Dass ich das mal in einem Videospiel oder in einem Video sagen würde auf YouTube, dass wir jetzt zu Hurensohn gehen. Deinesgleichen steckt einen an, mit miesem... Zum alten Hurensohn. Ah ne, zum jungen Hurensohn gehen wir, zu Hurensohn Junior. Der Senior ist ja tot. Hurensohn Junior hat ja Hurensohn Senior getötet. Tja. Und er behandelt also Frauen sehr schlecht. Bin ich ja mal gespannt. Huren gehen immer nur rein. Keine einzige ist rausgekommen. Na, Huren gehen nur rein. Einen unersättlichen Appetit. Sie kreischen, als ob eine Sau abgestochen würde. Also, es ist zu feucht, gegen es ist eine kleine fleischliche Ablenkung hätte ich auch nichts. Ja. Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Wir sollten Junior sagen, dass jemand hier rumschnüffelt. Bin wegen der neuen Mädchen für Hurensohn hier. Hab dich noch nie hier gesehen. Kennst du ihn? Nicht, dass ich wüsste. Ich bin neu hier. Ja? Was ist mit Norbert geschehen? Hacker ist ihm geschehen. Armer Teufel. Besser als an den Motten zu krepieren. Weißt du noch? Er sah immer ziemlich fertig aus. Also gut. Aber nächstes Mal bringst du Juniors Nutten durch die Hintertür beim alten Kanal. Da ist auch ein Eingang. Danke. Werde ich mir merken. Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Wir sollten Junior sagen, dass jemand... Hey? Bin wegen... Kennst du... Nicht. Ich bin... Ja? Hacke. Armer... Besser... Danke. Also wir müssen den Hintereingang nehmen, okay. Aber dass wir den Dialog zweimal hatten, die sind auch nicht ganz helle, die Typen, ne? Wer bist du? Wir hatten doch gerade eben mit dir gesprochen. Ja, keine Ahnung, wer ich bin. Man nennt mich für gewöhnlich Potato Pet. So nennt man mich. Oder Gerald von Riva, das ist auch in Ordnung. Verbesserte Katzenhose. Wo sind die Frauen? Wo ist die Unterhaltung? Das bin ich. Links! Auge um Auge! Hi, Mithril. Hä? Also, wieso trotzdem noch den anderen Gang gucken, kurz? Aber hier war auch nichts Besonderes, ne? Ah doch, hier geht's auch noch runter. Aber hier kann man nicht durch, okay. Hurensohn Junior, der Sohn von Hurensohn Senior. Und Hurensohn Junior hat Hurensohn Senior getötet. Weil der Poesie mochte. Auf dem Weg zu seinem komischen Poesie-Ding ist er dann getötet worden von Junior. So schaut es nämlich aus, ja. So schaut's aus. Okay.
Die Tür ist abgeschlossen. Seht ihr das? Ich kann aber einfach rein. Da drin ist aber nichts. Geralt kann einfach durch Türen laufen. Alles gefixt, gar kein Problem. Jetzt kann ich nicht mehr durchlaufen. Ganz weird. Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Sie wurde an die Wand genagelt. Das ist hart, wa? Sein Name passt zu ihm. Was soll das sein? Verfick nochmal! Oh, Scheiße! Verfluch doch mal! Es kommt keiner. Halt! Was? Was willst du? Aber wir können ihn später immer noch töten, ne? Hallo, Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst! Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiß-Du... Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Pass gut auf, sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Musste mit Leuten reden, mit denen ich sonst kein Wort wechseln würde. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja! Gut. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen! Noch eine Lüge, dann schneid ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigiräuvens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden.
Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Einige Wochen zuvor. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Rittersporn. Wir können Dudu nicht in Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja, aber erzähl das mal in meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann's einfach nicht ausblenden. Kopf hoch, wir schaffen das schon. Ganz bestimmt. Die berühmten letzten Worte. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben, mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen, aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach klettern. So. Ein Zimmer ganz oben mit dem Balkon. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich hab auf dich gewartet. Ich bring dich um, Hure. Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Auge um Auge. Sie kommen. Dudu, hör zu. Wir machen es so. Ah, schnapp die verdammte Hure! Los, auf ihn! Kommt schon hier hoch. Vielen Dank, Nagi, für dein Raid.
Gestern Raid, heute Raid. Vielen lieben Dank für deinen Raid. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Das freut mich. Funktioniert sie denn, die Sunhaven-Übersetzung? Was ist mit der Frau passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich hab meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein! So. Und ihr habt jetzt gerade eben Sunhaven gespielt. Sag nicht, dass ihr jetzt gerade eben Sunhaven gespielt habt und jetzt geht ihr hier hin. Jetzt seid ihr hier. Bei Richer mit Hurensohn Junior, die Storyline mit Hurensohn Junior. Ist schon ein bisschen. Es ist ein krasser Geschmackswechsel. Ja, aber wenn ihr jetzt Sunhaven gespielt hättet und ihr kennt dann hier rüber, das wäre schon krass. Das ist eine der ekligsten Storylines im Sinne von, was dieser Typ ist so widerwärtig. Oh. So vom Comfy Sunhaven hin zu Hurensohn Junior. Nicht zu lesen. Ich suche immer noch nach neuen Büchern, aber ich finde keine Bücher mehr. Ich glaube, wir haben alle Bücher gelesen. Unfassbar. Nee, Knödel. Knödel nehmen wir mit. Oh, da ist noch was. Rat an meine werten Kollegen, übernehmt niemals die Reparatur eines Phylakteriums, es sei denn, ihr seid an schlaflosen Nächten interessiert. Lasst euch nicht von unkomplizierten Aussehen dieser teuflischen Apparatur täuschen. Ich schlage mich jetzt seit 2 Wochen mit diesem verfluchten Phylakterium herum. Jedes meiner Werkzeuge habe ich ausprobiert, jeden meiner Tricks und Kniffe. Und mit meinen gut 30 Jahren Erfahrung bin ich alles andere als ein Amateur. Als nächstes werde ich es mit einem Kastanienkonzentrat versuchen, aber ich mache mir keine großen Hoffnungen. So, da wollen wir auch wieder zurück nach Priscilla. So, Priscilla gehen, nicht wahr? Eieieiei. Die müssen auch sterben. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Reißt euch zusammen, Jungs! Nö. Ich will overpowered sein. Das muss man explizit anschalten, das ist nicht die Standardeinstellung. Ich habe auch schon Gegner, die 10 Level über mir sind, getötet. Oder 12 Level sogar. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Die Ochsenfurt Dreiberg, einst das Kronjuwel der redanischen Flotte, aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen, Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht.
Ja, außer das eine Vieh, wo du das letzte Mal da warst, aber da hatte ich einfach ein Schwert Stufe 1. Da hatte ich einfach nicht genug Schaden gemacht für das Vieh. Mittlerweile habe ich gute Waffen. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde Philippa Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herrin Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir, lebend. Philippa Eilhard? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhard ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen, aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Lasst mich darüber nachdenken. Aber nicht zu lange. Wir wollen nicht, dass Philippa ein weiteres Mal entkommt. Du kannst gehen. Streitlustig, wie? Deine Waffen. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Liebe Raduvid. Blick hat, was wir jetzt zuerst machen. Ob wir das mit der Philippa kurz erledigen, weil ich bin ja ungern, hab Schulden, also. Wir haben so viele Sachen. Wir haben so viele Sachen zu machen, es ist unfassbar. So viele Nebenquests gerade offen. Moin, Liam. Hier bei dem Witcher, bei Geralt von Riva, den Schlechter von Blaviken. Jetzt neu mit Raytracing und sieht echt krass aus. Vor allem nachts sieht's echt krass aus. Ist ein bisschen weit. Hui, lass mal Pferd holen. Plötze, mein gutes Pferd. So. Etc. etc. Plötze. Du machst das Plötze, ich glaube an dich. Was war denn da? Heya! Banditen? Nee. Tschüss. Banditen. Ich dachte, das wäre was Cooles, aber nee. Bam, 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 bam. Letzten rausgeholt und es sind fast noch ein Dutzend Leichen da unten. Das ist mir egal. Wir haben den Befehl, diese Höhle zu durchsuchen und das machen wir auch.
So, können wir jetzt mit denen reden? Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Dem hier? Ja. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Ich hab A gedrückt. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben's kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Was denkst du? Wird er was finden? Der Halsabschneider? Ha, nie im Leben. Er ist ein Hexer. Eben, ich bin ein Hexer. Ich finde alles, meine lieben Freunde. Immer. Vor allem finde ich auch, dass hier eine Wand ist, die man durch... Oh, was ist das denn? Notizen von Professor Sigismund Gloger. Aha. Ausgrabung durch Gottfried Oss, Michelle Sabina Ruxa und Marco Gedel unter der Leitung von Professor Sigismund Gloger. Wir haben mit Ausgrabungsarbeiten unter der Schirmherrschaft der Akademie von Ochsenfurt und mit freundlicher Förderung durch Prinz Adrien von den Seewölfen begonnen. Unser Ziel ist es, den legendären Schatzkönig Meglos von Est Taia zu finden. Achte Blate, erster Ausgrabungstag. Ich mache mir große Sorgen wegen des Hexers in unserer Gesellschaft. Ich hatte von vornherein ein schlechtes Gefühl, was ihn betraf, gleich beim ersten Treffen auf Burg Drahem. Nun, in den finsteren unterirdischen Kavernen macht mich seine Gegenwart schaudern. Wie sicher sind wir eigentlich, dass seine Aufgabe darin besteht, die Expedition zu beschützen? Außerdem liegt Burg Drahem zu dicht bei Ochsenfurt. Als dass wir die beunruhigenden Gerüchte über Prinz Adrien nicht kennen würden. Unleserliches Fragment. Elfte Blate, dritter Ausgrabungstag. Kian hat verlangt, dass wir sämtliche Notizen abgeben, die wir in den Ruinen der Elfenrüstkammer gefunden haben. Ich weigerte mich. 13. Blate, fünfter Ausgrabungstag. Wir haben das Lager in einer großen trockenen Höhle im östlichen Abschnitt des Komplexes aufgeschlagen. Hier befinden sich einige aktive Portale. Ich fürchte, dass sie vermutlich nicht nur instabil, sondern auch unidirektional sind. 14. Blate, 6. Ausgrabungstag. Der Hexer hat Marco ermordet. Marco entzifferte gerade eine der unbezahlbaren Elfenzeichnungen, als der Hexer sich plötzlich vor meinen Augen auf ihn stürzte, ihm die Kehle durchschnitt und seine Inkunabel schnappte. Ich geriet in Panik und sprang in eines der Portale. So gelangte ich in eine Kammer ohne Ausgang. Wenn nicht ein Echo des Portals erscheint, sitze ich hier für immer fest. Ich hoffe, Michelle und Gottfried konnten entkommen. Die übrigen Notizen sind kaum zu entziffern. Daten fehlen. Ich muss schlussfolgern, dass der Hexer von Anfang an auf Befehl Prinz Adriens gehandelt hat. Es würde mich nicht wundern, wenn sie auf Burg Drahem in diesem Moment auf den Erfolg ihres Plans ausstießen. Verdammt, vielleicht hätte ich diese Elfenschemas doch an Kian übergeben sollen. Was nützen sie mir nun, wenn ich in dieser Gruft vermodern muss?
Ich habe mein letztes Wasser getrunken. Zu essen ist nichts da. Es ist kein Echo des Portals erschienen. Götter, ich glaube nicht an euch. Doch wenn es euch wirklich gibt, wenn ihr existiert, dann rettet mich. Okay, dann schauen wir mal. Da ist ein Portal. Das ist auch ein Hinweis. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Hier fehlt eine Kachel. Das ist eine Tür, I see. Das war eine Absperrung. Ich dachte, das wäre ein Portal. Aber Portale haben andere Farben, das stimmt schon. Das stimmt schon. Hätte Potato auch drauf kommen können. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Portale, großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Ja, da würde ich ganz sicher nicht runterfallen. Ich glaube, das überlebe ich nicht, wenn ich da runterfalle. Guck mal, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob... Ach komm, wir versuchen es einfach. Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen um. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Das sind auf jeden Fall Gegner. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben Orte wie diese. Vielleicht kann ich es aktivieren. Ah. Okay, also kann man das mit Art? Ja, das ist das Richtige, okay. Also ich muss das hier irgendwo... Ach, da, das Ding. Ah. Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Müsste wieder funktionieren. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Aber mal schauen. Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte! Bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall! Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Emian, Margarita Laux-Antil, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Das ist ein guter kleiner Jäger. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Erinnert ihr euch noch an die Taverne, die Eule, die da ist? Vielleicht, wer weiß? Keine Ahnung. Liebesbriefe. Liebe Philippa, während ich dies schreibe, trinke ich deinen Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Methena und frage mich, was zur Hölle du dir eigentlich denkst. Ich würde ihr verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn dir das Bild, das wir abgeben, nicht zusagt und du dir ein jüngeres, hübscheres Modell gesucht hättest. Aber bei allen verfluchten Göttern, Dijkstra, dieses
bei allem nötigen Respekt, schmerbäuchige Schwein statt meiner? Vielleicht haben dir ja ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt oder das ist wieder so ein Spiel von dir. Aber auch, wenn du politische Gründe hast, dich in der Nähe dieses Primitivlings aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum es das Ende unserer Beziehung bedeuten muss. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssten. Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Ich glaube, dass das da unten so rauspoppt, das, was man da unten sieht. Ich glaube, das ist nicht so gewollt gewesen. Gut, und jetzt aktivieren. Dass die Säulen da unten so rausstechen. Ich kann jetzt hier lang gehen oder kann ich auch da unten lang gehen? Ich speichere mal ab, bevor ich da runterspringe. Nicht, dass ich sterbe von dem Fall oder so. Das sieht doch interessant aus, da will ich nochmal gucken gehen. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Ein Tunnel, wo er wohl hinführt. Der Kraftspeicher. Ich hab ihn. Aber wir hätten eh hierhin gemusst, okay. Na gut. Die Necker haben den Kraftspeicher geklaut. Diese Viecher. Wollte ich hier wieder rausspringen oder was? Scheinbar, ja. Okay. Da war eine kleine Anhöhe, das habe ich nicht gesehen. Okay. Was ist da? Anzünden. Ah. Das muss die älteste Ebene. Doch, sollte so aussehen. Nur von oben sah es ein bisschen komisch aus. Wenn ich ehrlich bin. Perfekt. Noch ein paar Rezepte gefunden, was wir mal mehr im Leben. Immer umschauen, liebe Freunde, immer umschauen. Ganz wichtig bei so Spielen. Hier könnte auch irgendwas Fettes jetzt gleich. Ich sehe das doch schon kommen. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich lüge nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich höre es aber schon. Ich höre irgendwas. Ah, hallo, Ifrit. Komm schon. Ach, ja. Und natürlich gibt es einen Wächter. Hier vorne. Nichts Besonderes auf jeden Fall, offensichtlich. Weiter. Ich nehme mal ganz kurz eine Schwalbe zu mir. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause.
Ach, Harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Blutverschmierte chirurgische Instrumente. Philippa hat hier operiert. Okay. Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Triss wird wissen, was sie damit machen soll. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Hm. Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Hm. Ah, das haben wir jetzt schon. Was ist das? Hey. Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Ich glaube fast, das war alles, oder? Oh, hier liegt noch was. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Ich glaube, das war's. So, auf YouTube, meine lieben Freunde, war es das zumindest jetzt auch. Auf Twitch streame ich weiter, keine Sorge, ich moderiere nur meinen YouTube-Part ab. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht ihr was Besseres am Leben. Euer Potato Pad verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!